Seien Sie herzlich willkommen im Theodor-Heuss-Haus. Wir befinden uns hier in der nationalsozialistischen Zeit in einem Kubus, der eine sehr bedrückende Atmosphäre ausstrahlt. Auch in dieser Zeit war Theodor Heuss das, was wir heute einen Networker, einen Netzwerker nennen. Er sagte von sich selbst einmal, er habe ein Talent zur Freundschaft. Und daraus entwickelte sich ein großes soziales Netzwerk. Er hat in seiner Lebenszeit ca. 60.000 Briefe geschrieben. Das war für ihn vor allem in der NS-Zeit von großer Bedeutung. Diese Installation mit Klappen zeigt dieses Freundschaftsgeflecht recht eindrücklich. In der Mitte haben wir Theodor Heuss und um ihn herum Schattenrisse von Personen, die für ihn in dieser Zeit von großer Bedeutung waren und die aber auch ganz unterschiedliche Schicksale erlitten. Lassen Sie mich einige herausgreifen. Hier oben links Fritz Elsass. Der württembergische Politiker wurde 1931 Bürgermeister von Berlin. Dort lernte Heuss seinen schwäbischen Landsmann und Parteifreund näher kennen. 1933 verlor Elsass alle seine Ämter und schloss sich einer liberalen Widerstandsgruppe an. Im Zuge des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde Elsass verhaftet und Anfang 1945 ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Der Sohn nun von Theodor Heuss, Ernst Ludwig, rettete in einer waghalsigen Befreiungsaktion die Frau von Fritz Elsass und eine seiner Töchter aus dem Gefängnis und heiratete schließlich im August 1945 eine der Töchter von Elsass. Hier zur Rechten sehen wir Gustav Stolper. Gustav Stolper gehörte seit dem Ersten Weltkrieg zu den engsten Freunden von Theodor Heuss. Der Wirtschaftsjournalist und demokratische Politiker war 1933 ebenfalls aus allen seinen Ämtern entfernt worden und musste Deutschland nach New York hin emigrieren. Aber auch in dieser schweren Zeit hielt er enge Kontakt zur Familie Heuss. 1947 verstarb Stolper bereits, doch seine Ehefrau Toni Stolper wurde eine der engsten Vertrauten von Theodor Heuss. Ja, sogar seit Ende der 50er Jahre nach dem Tode von Elli Heuss Knapp zu seiner Altersliebe. Hier sehen wir Hans Bott. Hans Bott war Verleger und hatte 1933 die Zeitschrift Die Hilfe übernommen, deren Herausgeber Theodor Heuss war. Bott rettete das Blatt vor dem sicheren finanziellen Ruin und ermöglichte es Heuss auch, kritische Artikel in der Zeitschrift unterzubringen. Nach 1945 dankte Heuss ihm dies und ernannte ihn zu seinem persönlichen Referenten im Bundespräsidialamt. Er wurde dort quasi zur rechten Hand von Theodor Heuss. Und hier sehen wir abschließend Werner Stephan. Werner Stephan hat freilich die Grenze zum Nationalsozialismus überschritten. In der Weimarer Republik, noch Geschäftsführer der liberalen DDP, war er in der Zeit des Nationalsozialismus Ministerialrat im Reichspropagandaministerium und arbeitete dort auch eng mit Josef Goebbels zusammen. Freilich konnte er in dieser Zeit auch immer wieder seine schützende Hand über Heuss halten, der wiederholt von Zensur bedroht war. Nach 1945 entlastete Heuss ihn und half ihm bei seiner Rückkehr ins öffentliche Leben. 1959 wurde Werner Stephan auch auf Betreiben von Heuss erster Geschäftsführer der neu gegründeten Friedrich-Naumann-Stiftung. So können wir anhand dieser wenigen Beispiele sehr deutlich die Vielfalt dieses Freundschaftsgeflechtes von Heuss während der nationalsozialistischen Zeit wahrnehmen.